Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Beim letzten Mal haben wir hier die Arena angefangen von Teak City. Jetzt stehen wir hier dem guten Jens gegenüber und ich würde sagen, müssen wir noch heilen? Ist das notwendig? Sag mal an. Nee, alles super von den Werten her. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, kämpfen gegen Jens, treten ihn in seinen Geisterarsch. Los geht's. Willkommen. Hier in Teak City werden Pokémon schon seit jeher als mythische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck in Geheim trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Wie selbstsüchtig, ja? Ach, Jens. Los geht's. Latte jetzt hat 4 Pokémon am Start. Erstmal haut er Nebulak raus. Level 21. Da sollte doch die im letzten Part gelernte Psystrahlattacke doch einiges entgegensetzen, oder? Wenn uns hier etwas in die Karten spielen könnte, dann ist es die Initiative von Exu. Die ist nicht so lecker, aber mit dem jetzigen Level-Up werden wir bestimmt einiges erreichen, oder? Erstmal bleibt uns dazu sagen, plus 2 Initiative, plus 2 Spezialangriff. Geil. Sehr schön. Ein Gengar. Ich wusste es. Ich wusste, dass der Typ einen Gengar am Start hat. Ich wusste es. Scheißdreck. Level 25, das wahrscheinlich stärkste Pokémon aus seinem Team. Die Frage ist, was mache ich? Eine Stachelspore? Komm. Okay, er macht den Horrorblick, ich mache die Stachelspore. Ich hoffe, die trifft. Wenn sie trifft, haben wir gute Chancen. Okay, sie trifft, Alter. Sehr schön. Jetzt hat er erstmal nicht die Chance, oder sagen wir so, die Chance vermindert, dass er jetzt Attacken einsetzen kann wie Hypnose. Ich glaube, dass er Hypnose drauf hat. Oder Traumfresser. Oder, boah, was noch? Was noch? Fluch vielleicht. Fluch konnte er auch noch drauf haben. Eine Zitrobeere. Ja gut, die wird ja nicht... Ein Spukball hat er drauf. Oh oh. Aua. Okay, das hat schon mal ein bisschen wehgetan. Ich würde aber trotzdem sagen, wir greifen weiter an. Denn wir haben die Möglichkeit, dass die Paralyse uns in die Karten spielen könnte. Und er ist sogar verwirrt. Also wenn er jetzt treffen sollte. Ja. Geil, er wird zwar heilen, aber... Hypertrank, okay. Alles klar. Er wird zwar heilen, aber ich sag mal so. Wir haben trotzdem gute Chancen. Komm, wenn das jetzt ein Volltreffer wird oder wenn wir Glück haben, kann es reichen und es reicht. Geil, es reicht. Yes, Mann. Sehr gut. 1017 Erfahrungspunkte, das ist ungefähr die Hälfte des Levels. Sehr schön. Alpollo. Ich würde sagen, da packen wir Iglava raus. Denn unser Exu ist ein klein wenig angeschlagen und ich würde sagen, wir lassen da Iglava den Vortritt, denn es braucht auch so ein bisschen Erfahrungspunkte. Level 21, okay, wir sind leicht überlevelt, leicht überlevelt. Jetzt die Frage, was zieht mehr ab? Glut oder Flammenrad? Ich kann jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren. Natürlich Hypnose. Okay, das würde jetzt zur Folge haben, dass er gleich einen Traumfresser einsetzt. Ich würde davon ausgehen... Und von daher gesehen würde ich sagen, eine Marombeere haben wir nicht, oder? Ne, leider nicht. Okay, ist egal. Einen Hyperheiler haben wir noch und den benutzen wir. Denn ich bin immer noch der Meinung, gleich wird er eine Traumfresse einsetzen. Das ist unsere Chance, wieder zuzuschlagen. Ja, alles klar. Ich wundere mich sowieso, warum die alle so Glück haben mit der Hypnose. Die hat so eine Wahrscheinlichkeit von 70, dass sie trifft. 70, 75 und die trifft immer. Die trifft einfach immer. Gut, da er sowieso heilen wird, kann ich auch gleich versuchen, noch ein Flammenrad einzusetzen. Er heilt nicht. Okay. Okay. Wahrscheinlich, weil er der Überzeugung war, er trifft mit dem Traumfresser sowieso. Komm. Ja, er wacht auf und Flammenrad und das müsste es gewesen sein für Alpollo. Jetzt haben wir echt hier die Kacke am Dampfen. Wir haben Glück gehabt. Wir haben echt Glück gehabt, dass er schon nach der zweiten Runde wieder aufgewacht ist. Das war sehr geil. Alles klar. Noch ein Alpollo. Gut. Ich habe ein bisschen Schiss,
wenn ich jetzt Exu raushole. Okay, was sagen denn die Werte? Wisst ihr was? Ich hole Exu raus. Die Spezialverteidigung, die gefällt mir richtig von Exu. Und da Apollo sowieso nicht physisch angreift, haben wir sowieso eine gute Chance, das hier zu reißen. Ich meine, Apollo greift nur speziell an. Oh nein, auch nicht! Ich glaube noch an einen Sieg. Ah. Ich habe noch so einige Asse im Ärmel und er macht einen Tiefschlag. Fuck. Okay. Aber ich habe noch viel härter trainiert als alle anderen. Als deine Arenaleiter, Vorgänger oder wen meinst du jetzt damit? Du musst ein bisschen präziser in deinen Aussagen sein. Okay, ich würde sagen, ich heile. Hoffe, dass er keine Hypnose macht. Wobei ich glaube, dass die ganzen... Er macht einen Hypertrank, okay. Ich glaube ja sowieso, dass die ganzen Pokémon von ihm andere Attack-Movesets haben und er macht einen Fluch. Gut, das müsste es für ihn gewesen sein, weil wir haben sowieso mit einem Psychstrahl die Chance, sehr viel abzuziehen. Von daher gesehen, das war ein relativ leichter Arena-Kampf, auch wenn wir etwas Glück hatten, aber das Glück kann auch mal auf unserer Seite sein, muss ich sagen. Von daher gesehen, haben wir ihn besiegt. Ich verstehe das einfach nicht. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... Aber gut, hier nimm diesen Orden. Keil, den Phantomorden! Jaha! Mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt bitte nimm noch das hier. TM30 gefunden! Bestimmt Traumfresser oder Hypnose, obwohl Hypnose nicht, aber vielleicht sogar Tiefschlag. Spukball! Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei deinen Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Ich würde sagen, Leute, das machen wir. Denn ich glaube, unser gutes Exu ist in der Verfassung, Spukball einzusetzen. Stärke 80, speziell. Ey, das können wir doch sowas von nutzen, Alter. Ihr seht, Exu kann die Attacke nutzen und ich würde sagen... Die Frage ist, was machen wir dafür weg? Machen wir Giftpuder oder Stachelspore weg? Ich würde sagen Giftpuder, komm. Ein Spukball ist schon krass. In diesem Level, Alter, sehr nice. Jetzt haben wir nämlich auch eine Attacke, die andere Typenvorteile mit sich bringt. Ich glaube nämlich Unlicht, oder? War das Unlicht? Ich hoffe es jedenfalls, Alter. Krass, sehr schön. Nice, ich bin zufrieden. Alles klar, damit haben wir mit Leichtigkeit den Orden hier geholt. Mit ein bisschen Glück, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Und wer ist Lorenz? Wer bist du denn? Guten Tag, Kai. Lorenz am Apparat, wie geht's? Hör mal kurz zu. Neulich, da dachte ich, ich könnte mir endlich einen Radfratz schnappen. Aber im allerletzten Augenblick ist es mir entkommen. Man muss eben immer genug Pokebälle dabei haben, sonst schaut man in die Röhre. Wir unterhalten sie mit Spaß, die sie nicht mal einen Orden haben und Radfratze fangen wollen. Also, ich glaube, ich sollte die Nummern echt mal löschen. Wäre, glaube ich, nicht ganz so eine schlechte Idee. Aber auch nur ein bisschen. Okay. Jetzt, da wir den Orden haben, ne? Können wir eigentlich in dieses Haus gehen, was uns letztes Mal verwehrt blieb. Beziehungsweise, wir konnten da rein, aber... es blieb uns die Tatsache verwehrt... Ist hier... Okay, wir können auch noch nach rechts. Ich weiß zwar nicht, wo uns das hinführt, aber ist auch egal. Wir konnten zwar ins Haus rennen, aber wir konnten da nicht hochgehen. Ich rede vom Kontrollposten für den Glockenturm. Unsere Meinung für den Glockenturm? Jetzt. Der Glockenturm wurde als Zuflucht und Ruhestätte für Ho-Oh, das fliegende Pokémon aus der Legende, errichtet. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklingen und Ho-Oh wieder herbeizurufen, aber keiner von ihnen war je erfolgreich. Jens, der Arenaleiter dieser Stadt, ist eine dieser unglücklichen Seelen. Oh, aber das ist ja der Orden aus der Arena von Tick City. Nur weil du diesen Orden erkämpft hast, heißt das noch nicht gleich, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber es ist zumindest Grund genug, dich hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Danke. Ich würde sagen, wir gucken uns diesen Glockenturmposten-Durchgang mal an. Wie still das hier ist. Jetzt ist die Frage des Tages. Ist es uns jetzt möglich, einen der legendären Hunde zu treffen oder Ho-Oh? Schon so früh im Spiel? Wir schauen mal.
Boah, schaut euch das mal an, alles voll mit Herbstblättern. Und da ist ein zweiter Turm. Glockenturm. Mit Ho-Oh Statuen. Wow. Guten Tag. Schon viele Menschen haben sich die Buntschwinge zu eigen gemacht und den Turm erklommen. Oder erklommen, um Ho-Oh zu rufen. Aber bisher hat es noch keiner von ihnen tatsächlich bewerkstelligt, Ho-Oh wieder hervorzulocken. Die Buntschwinge ist ein bisschen wie ein Passierschein für diesen Turm. Das, worauf Ho-Oh wirklich wartet, ist ein tiefer, unsichtbarer Bund zwischen einem Mensch und seinem Pokémon. Aber wahrscheinlich sucht es eigentlich nach einer Person, die seine Verbindung zu den Menschen wiederherstellen kann. Der will wahrscheinlich, dass wir die Buntschwinge, er will wahrscheinlich, dass wir zuerst die Buntschwinge bekommen. Und dann können wir es hoch, oder? Oh, das wäre doch beschissen. Okay. Ich könnte natürlich versuchen, außen rum zu gehen und dann versuchen, ihn auszutricksen, aber ich glaube, da würde es wieder aufs selbe hinausführen. Ja, er kommt dann zu uns. Ist okay, halt die Fresse. Ja, ich weiß, ich brauche die Buntschwinge und ja, der Bund der Pokémon und la la la. Und Geister und Weißbrot und ja, schön für dich. Gut, auch der Turm wackelt ein bisschen, wie wir sehen. Aber naja. Gut. Wir behalten uns den Turm hier auf jeden Fall im Hinterkopf. Und sobald wir die Buntschwinge haben, machen wir hier einen Abstecher, das kann ich euch aber sagen. Definitiv. Aber dass der Typ uns da auch nicht sagt, dass wir die Buntschwinge brauchen, dann hat er das gesagt. Hallo, ich möchte hier raus. Dankeschön, du Wichskopf. Tschüss. Warum haben die alle Glatzen hier? Ich glaube, das Dorf hier ist voll mit Glatzköpfen. Oh. Ich kann immer auf die Karte schauen und schauen, wo mich der Weg rechts von Tick City hinführt. Der Kesselberg, eine natürliche Höhle von unvorstellbarer Größe. Mahagonia City. Eine abgelegene Stadt, die in eine mysteriöse Stimmung gehüllt ist. Und wo findet mich das hier? Oliviana City. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Oliviana City und dann erst nach Mahagonia City. Mahagoni City. Mahagonia? Ich glaube schon. Ist, glaube ich, nach dem Holztypen abgeleitet. Also Mahagono. Mahagoni. Sag mal, wo kommst du denn nochmal her? Was? Aus Neubokia? Aber das ist doch... Ja, das ist die Stadt, in der Professor Lind wohnt. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Ich weiß, ich bin doch der König. Route 36 und ich würde sagen, wir packen mal Exio nach ganz unten ins Team. Denn Iglava und Dilili haben die Erfahrungspunkte nötiger als er, ja. Ich habe die ganze Welt bereist, deswegen kenne ich auch alle Pokémon-Arten, ne? Geil, schön für dich. Das freut mich ja so richtig, Alter. Nicht. Matrose Pierre mit einem Felino. Sind wir zwar ein bisschen im Nachteil, aber ist doch egal, Alter. Kopfnuss. Und ich hoffe, dass es zurückschreckt. Lebensschuss. Scheiße. Zieht zum Glück nicht so viel ab. Zum Glück. Und Volltreffer. Yay. Ja, ich bin ein Matrose mit einem Fernglas. Ich bin so cool. Missing no time. Okay. Noch ein Missing no. Bist du auch ein starkes Missigno? Wenn du stark bist, bringst du mir dann ein paar Tricks bei? Tut mir leid, aber... Es tut mir leid. Oh, Igelava! Und ein Vati, okay. Flammrad, los! Ich weiß immer noch nicht, ob das Flammrad mehr abzieht als die Glut, ey. Yay! Hätte ich nur eine Glut eingesetzt, dann hätte ich jetzt nämlich keine Paralyse bekommen. Es sei denn, wir hätten so oder so eine bekommen. Durch die Dönerwelle oder die Donauwelle. Ist doch sehr geil. Oh, natürlich eine Kurmumilch. Ja, fick dich doch ins Knie. Scheißdreckskind. Ja, ein Volltreffer, ja. Donauschock, ah. Boah, wir haben echt ein Glück mit der Paralyse, Mann. Krass, wir haben jedes Mal getroffen. Kein einziges Mal wurden wir paralysiert. Oder waren wir so paralysiert, dass wir nicht angreifen konnten, um es mal so zu sagen. Level 24! Kein Angriffspunkt dazu, aber dafür ein bisschen Spezialangriff und so.
Ein Igler. Nee, lass mal stecken. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ach, das haben wir nicht nötig. Ich... Anton. Okay, ich würde sagen, Lilili, raus mit dir. Du hast es dir verdient, meine liebe Freundin. Okay, Alter. Ob wir es schaffen, diese Route noch in diesem Part fertig zu erkunden? Ich glaube, ich mache heute ein bisschen kürzeren Part. Ich weiß nicht. Einfach mal so. Ich verstehe. So kämpfst du also, wie ein wahrer Missigno kämpfen würde. Du kennst dich aber gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen geben mir die Jungs immer Items. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich dir, sie geben. Also gib mir deine Nummer. Die Nummer wurde gegen dieser Göre gegeben und so, ja, gedünst. Wenn ich das nächste Mal etwas nach einem Kampf bekomme, teile ich es mit dir. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein, du bist ein guter Mensch. Du bist so gutherzig. Hallo. Jetzt probiere ich gleich mal etwas aus, das ich heute gelernt habe. Schulkind Lutz. Ihr Mäh, ist es Lutz? Ja, moi. Gut, ich wette, jetzt kann ich nicht angreifen, weil ich paralysiert bin, oder? Ich meine, ich durfte im letzten Kampf schon mehr als genug treffen. Also, ich glaube, das ist echt... Ja. Ich wusste es. Sehr schön. Ja. Aber wenigstens jetzt konnten wir treffen. Zieht aber auch nicht so viel ab. Hör auf, ihn zu schlagen, du Arschloch! Aua! Hallo! Ah, natürlich darfst du 5-mal treffen, du Missgeburt. Wisst ihr, was das Unlogische an der Attacke Duplex-Hieb ist? Dass man da 2 bis 5-mal treffen kann, obwohl es sich anhört wie du. Duplex, du. Du, hört sich an wie 2 und... Hä? 2 bis 5-mal treffen? Was? Macht keinen Sinn. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt, also... Ja. Oh, ist das etwa ein Pokédex? Heißt das etwa, du kennst Professor Eich? Was, wirklich? Das ist ja großartig. Ich träume nämlich davon, ein Pokémon-Forscher wie Professor Eich zu werden. Gibst du mir seine Nummer? Wir können über Professor Eich reden. Du kriegst seine Nummer nicht, aber du kannst meine haben. Na gut, komm als Notnagel, ist okay. Du lässt mich hier nicht durch, du Arschloch! Fick dich! Gut, also ich würde sagen, ich heile jetzt mal meine Pokémon. Und im nächsten Part sehen wir uns hier voll gestärkt und mit ein paar... anderen Items und ein paar Heiler mit ein paar Aufweckern und so weiter und so fort. Auf der nächsten Route wieder und erkunden die mal ein bisschen vollständig und dann geht's auch schon nach Oliviana City. Von daher gesehen, macht's gut, Leute, wir sehen uns. Haut rein, ciao.